Heute gibt's Live-Fußball aus dem Olympiastadion. Herzlich willkommen. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie spielen es offensiver heute im 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie versuchen es in diesem Spiel mit einem 4-4-2 und einer hängenden Spitze. Wendt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Wendt. Alvaro Dominguez. Christensen. Ibrahima Traoré. Das könnte gefährlich werden. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ibrahima Traoré. Niemand da für die Flanke, das haben wir schon besser gesehen. Darida. Baumjohann. Baumjohann, den Ball hält er gut. Super Aktion, gut geklärt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Das ist die Chance. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Sehr gut reingespielt. Das macht er gut. Kalou. Und das Tor. Super platziert. Ganz genau hat er da gezielt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Xhaka. Jetzt wird's gefährlich. Dahoud. Raphael. Schussversuch. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Der Ball kommt gut. Problemlos hat er hier den Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Stindl. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Darida. Xhaka. Stindl. Ibrahima Traoré. Dahoud. Die Flanke war alles andere als präzise. Sie holen sich den Ball. Stindl. Souverän, er hat den Ball. Gutes Zuspiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Darida. Und er pfeift Freistoß.
Im Berliner Olympiastadion lohnt es sich, auch mal eine Stadionführung zu machen. Wahnsinn, was hier für Räumlichkeiten in den Katakomben zu finden sind. Ja, eine davon ist die Aufwärmhalle, die vor allem bei Leichtathletik-Meetings genutzt werden kann. Und auch FIFA macht er ihn. Und da ist das Tor. Das Tor macht der Captain. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne noch mal drauf. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Korb. Jetzt haben sie den Ball. Dahoud. Jetzt bringt er die Flanke rein. Gut durchgesetzt, gibt Vorteil. Und jetzt kann der Ball kommen. Er zieht ab. Super Einsatz vom Torhüter. Das wird einen Eckball geben. Fabian Johnson. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Wird das jetzt? Er schießt. Kein Problem für den Torhüter, da konnte er sogar stehen bleiben. Kalu. Schöne Flanke. Er schießt hier ein Eigentor. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. Eigentore sind immer ein bisschen kurios, dieses hier auch. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Darida. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Wendt. Jetzt Raphael. Dahoud. Ibrahima Traoré. Beruhigende. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Und jetzt ein Schuss. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Eine klasse Ecke, aber leider der Abschluss nicht annähernd so gut. Ja, guck, Wolf, entsprechend ärgert er sich auch. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Chiachi. Fabian Johnson. Chaka. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Hertha BSC. Dann geht es auswärts gegen Hannover. Eine wirklich reizvolle Ansetzung und vielleicht sind sie... Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit.
Gute Aktion, gut geklärt. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Er nimmt ein volles Risiko. Chance lebt noch. Der Verteidiger stört ihn. Das ist ein Foul. Freistoß. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Kalou. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Schuss! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Fabian Johnson. Da zieht er ab. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Wendt. Johnson. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Weiser. Da kommt der Schuss. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Gut geklärt, das war wichtig. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Baumjohann. Er schießt und der war sowas von knapp. Nordfight. Kalou. Und klasse durchgesetzt. Macht er ihn. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf. Er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Korb. Christensen. Wendt. Plattenhardt. Sie liegen deutlich vorn. Er lässt den Gegner stehen. Den Zweikampf verliert er. Johnson. Jetzt ist die Kugel weg. Die Gäste werden wechseln. Korb. Ibrahima Traoré. Er bekommt Hilfe. Der Ball kommt. Da ist er da und hat... Die Flanke.
Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Stindl. Ibrahima Traoré. Nordfight. Das sah einfach aus, aber natürlich muss der Abwehrspieler hier auch erstmal richtig stehen. Wendt. Nordfight. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ibrahima Traoré. Chiergi. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Da passt er auf. Ball geklärt. Einwurf. Langkamp. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Kalou. Schussversuch. Fällt das Tor doch noch. War das eng. Der Ball geht ins Aus. Das gibt Abstoß. André Hahn. Und nun Raphael. Und Tor! Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Hegeler. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Darida. Nordfight. Stindl. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Gerne, das macht er gut.